Der deutsche Rapper Suna von der KMN Gang bringt einen Song raus namens Benzema Benzema. Und tatsächlich geäußert hat sich dazu Karim Benzema. Er hat nämlich kommentiert bei Suna folgendes. 3 Feuer-Emojis hat er ihm geschrieben darunter. Was wohl bedeutet, dass Karim Benzema es feiert, dass ein Song mit seinem Namen quasi erstellt wird. Und ist ja nicht der erste, wir erinnern uns ja auch noch, Capital Bra hatte einen Song gemacht, der auch Benzema trägt. Also anscheinend Benzema benutzt man sehr gerne als Namen für einen Song. Fußballer sind ja sowieso beliebt. Es gab ja auch schon einen Song, der Neymar heißt, zum Beispiel von Capital Bra. Also Fußballernamen einzubauen in Rap, in Deutschrap zum Beispiel, ist gang und gäbe. Und ja, ich habe mich immer gefragt, kriegen die Fußballspieler das eigentlich mit? Ich meine, Benzema kommt ja aus Frankreich, spricht Französisch, ist aber großer Rap-Fan, man hat ihn auch schon mit Buba gesehen. Und dementsprechend habe ich mir gedacht, am ehesten könnte es so ein Benzema mal mitbekommen haben. Und hat er jetzt wohl und hat dann das Ganze kommentiert, scheint sich darauf zu freuen, ob er den Song wohl schon kennt oder ob er es zufällig mitbekommen hat, ob ihn die Leute zugespammt haben, was auch immer. Ich bin gespannt auf den Song. Benzema Benzema heißt er, also quasi sogar zweimal hintereinander, bin ich super gespannt. Ich will auch gerne wissen, ob Neymar eigentlich mal den Song Neymar gehört hat. Ja, liebe Freunde. Also, Rap und Fußball wächst immer mehr zusammen. Ich bin gespannt, was da in nächster Zeit noch passiert. Ich muss sagen, an sich feier ich es auch. Ich meine, ich, wenn ich Fußballer wäre, ganz ehrlich, ich würde es feiern, wenn jemand einen Song machen würde mit meinem Namen als Titel. Es gibt vielleicht auch welche, die es nicht so cool finden würden, aber ich persönlich feiere es, wenn man das quasi so repräsentiert. Rap repräsentiert Fußball. Fußball vielleicht sogar Rap. Also, wenn die so beiden Kulturen, nenne ich es jetzt mal, zusammenwachsen, finde ich es eigentlich ganz nice, meiner Meinung nach. Was seid ihr, liebe Freunde? Schreibt eure Meinung in die Kommentare. Wir sehen uns später wieder und denkt dran, haltet den Ball richtig flach.